Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften. Das ist Drucksache 19 zu 5248 aus 19. Berichterstatter ist der Abg. Frömmrich. Ich bitte als erstes einmal um Berichterstattung. Es geht als weiter mit Glücksspiel, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Beschlussempfehlung: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und DIE LINKE bei Enthaltung der Fraktion der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Herr Berichterstatter Frömmrich. Wir rufen hierzu auf einen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 19 aus 19. Und den Dringlichen Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Scheitern des zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags. Das ist Tagesordnungspunkt 92 und die Drucksache 19 aus 19. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Landtag von Schleswig-Holstein am 22. September 2017 beschlossen hat, den zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht zu ratifizieren. Nordrhein-Westfalen hat dies aufgegriffen und mitgeteilt, dass sie aufgrund dieser Entscheidung ebenfalls diesen Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht ratifizieren werden. Dies hat zur Folge, dass dieser Glücksspieländerungsstaatsvertrag mangels der erforderlichen Zustimmung von allen nicht in Kraft treten wird. Und deshalb müssen wir unseren Gesetzentwurf mit dem eingebrachten Änderungsantrag 19/5750 in unterschiedlichen Bereichen abändern, denn wir können nur das regeln, was in unserer eigenen Regelungskompetenz liegt. Der Gesetzentwurf der Landesregierung, unser Gesetzentwurf, der hat entsprechende Verbesserungsvorschläge, wie beispielsweise die Einführung von Testspielen und die Neuordnung der Zuständigkeiten, welche in einem neuen hessischen Glücksspielgesetz nach unserer Auffassung berücksichtigt werden sollen. Darüber hinaus werden die Regelungen, welche mit der Ratifizierung des zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags im Zusammenhang stehen, gestrichen. Das ist der wesentliche Bestandteil des Änderungsantrags. Das Gesetz regelt auch, dass die Zuständigkeit für die Erteilung von Konzessionen für Sportwetten, die ja auch in Zukunft in Hessen verbleibt, gemäß dem Änderungsantrag in die Zuständigkeit auf die Regierungspräsidien Darmstadt übertragen wird. Meine Damen und Herren, wir als CDU-Fraktion bedauern sehr, dass der zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag gescheitert ist. Er war zwar von Anfang an nur ein minimaler Konsens der Länder, aber immerhin eine entsprechende Handlungsgrundlage, die uns jetzt fehlt und wir auf einen alten, noch schlechteren Status zurückfallen. Da dieser zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag jetzt gescheitert ist, ist es Zeit für umfangreiche Neuausrichtungen des Glücksspiels insgesamt. Wir brauchen dringender denn je eine umfassende Regulierung, einen vernünftigen Spielerschutz, das Verbot und die Eindämmung illegaler Spiele und auch eine effektive Bekämpfung des Schwarzmarktes. Meine Damen und Herren, die Realität ist, dass derzeit rund 98 der Spieleinsätze im Online-Glücksspielmarkt illegal sind. Das ist ein Zustand, der so nicht länger tragbar ist, meine Damen und Herren. Wir bedauern auch sehr, dass durch das Scheitern dieses Glücksspielstaatsvertrags in absehbarer Zeit keine Sportwettenkonzessionen erteilt werden können und damit der Markt für diese Sportwetten auch im Jahr 2018 nicht reguliert werden kann. Damit werden auch in Zukunft rund 91 des Sportwettenmarkts in Deutschland formell illegal sein. Auch das ist ein Zustand, den wir so nicht länger hinnehmen wollen, meine Damen und Herren. Was ist jetzt angesagt? Wir wollen, das macht unser Dringlicher Antrag 5769 deutlich, dass die Landesregierung sich um Neuverhandlungen bemüht. Neuverhandlungen auf Grundlage der bereits hier im Landtag im Juni 2016 diskutierten und beschlossenen Leitlinien für eine zeitgemäße Glücksspielregulierung in Deutschland. Diese Leitlinien sind in dem Änderungsantrag mit aufgenommen. Ich möchte sie schlaglichtartig noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Es geht in der Tat um die Regulierung im ersten Punkt um Casino- und Pokerspiele im Internet. Gerade in den letzten beiden Jahren ist dieses Segment massivst gestiegen. Illegale Online-Casinos und Pokermärkte sprießen wie Pilze aus dem Boden. In den letzten drei Jahren hat sich das Segment fast verdoppelt. Es zeigt deutlich, dass die gegenwärtige Rechtslage in Deutschland geradezu ein Eldorado ist für illegale Anbieter. Meine Damen und Herren, was wir wollen, ist eine Erlaubniseinteilung, eine Regulierung dieser Casino- und Pokerspiele im Internet
ohne eine quantitative Begrenzung auf qualitativer Grundlage müsste das nach unserer Auffassung möglich sein. Wir wollen darüber hinaus in Punkt 2 eine Aufhebung der Zahl der zu vergebenen Sportwettenkonzessionen. Sie wissen alle selbst durch die Debatten der Vergangenheit, dass eine Limitierung auf 20 Konzessionen, egal wie man die Zahl auch festlegt, nicht sinnvoll ist, weil derjenige, der nicht zum Zug kommt bei einer quantitativen Begrenzung, wird den Klageweg beschreiten. Und genau in der Phase befinden wir uns auch. Und deshalb sagen wir, dass wir die Deckelung aufheben müssen. Wir brauchen die Einführung eines Erlaubnisverfahrens, die zu einer einheitlichen, erfolgreichen Regulierung führt. Wir brauchen Qualitätskriterien, die zur Erteilung einer Konzession führen. Und der dritte Aspekt ist bei den Leitlinien, dass wir die Einsätze bei den Höchstgrenzen im Internet auch anders gestalten wollen. Die Begrenzung des Höchsteinsatzes auf 1.000 € ist nicht zeitgemäß, weder marktgerecht, noch hilft sie dem Spielerschutz oder auch der Suchtprävention. Was notwendig ist, dass Menschen, die spielen, auch Intensivspieler, nicht in den Schwarzmarkt abwandern, wo es keine Limitierung gibt, macht es eben möglich, dass wir die Einführung von Selbstlimitationsmöglichkeiten eröffnen, und zwar, dass Spieler ein Verlustlimit definieren können statt eines Einsatzlimits. Das ist nach unserer Auffassung der geeignetere Weg, um die Suchtprävention auch entsprechend stärker zu berücksichtigen. Und als vierter Gedanke ist, das bisherige Glücksspielkollegium ist ebenfalls nicht zeitgemäß. Wir sind der Auffassung, dass die notwendige Zusammenarbeit der Länder durch die Gründung einer gemeinsamen Anstalt öffentlichen Rechts gewährleistet werden soll. Diese Anstalt soll nach unserer Vorstellung für die bundesweite Erteilung der Interneterlaubnisse zuständig sein. Sie soll die Aufsicht führen, Untersagungen durchführen von unerlaubtem Glücksspiel und auch für die Werbung im Internet zuständig sein. Meine Damen und Herren, der fünfte Aspekt, der bei den Fachleuten ebenfalls auf Zustimmung stößt und stieß, ist die entsprechende Regelung, die hessische Sperrdatei für Spielhallen auszuweiten, die entsprechenden anderen Spielmöglichkeiten zu integrieren und bundesweit eine zentrale Sperrdatei aufzubauen. Es ist bis heute unverständlich, warum nur in Hessen die Spielhallen mit großem Erfolg an die Sperrdatei angeschlossen wurden. Und für einen ernsthaften Spielerschutz ist es, denke ich, sinnvoll, dass wir spielformübergreifende Kriterien erarbeiten, damit Menschen sich selbst oder auch fremd gesperrt werden können. Im Falle einer Regulierung ist auch der Anschluss von Online-Casinos an solche Sperrdateien unerlässlich, meine Damen und Herren. Werte Kolleginnen, werte Kollegen, die Umsetzung unseres Koalitionsvertrags macht schon deutlich, da haben wir formuliert, dass wir die Ziele verfolgen, die ich eben skizziert habe, nämlich unsere Leitlinien sind, das Glücksspiel auf dem Hintergrund der europäischen Verträge sowie der ergangenen Rechtsprechung schlüssig und rechtssicher zu gestalten. Und dazu gehört nach unserer Auffassung auch die Beibehaltung und Sicherung des Lotto-Monopols und das Verbot von Zweitlotterien. Das ist nach unserer Auffassung ein Wesensbestandteil. Der rasante Wachstum gerade der illegalen Lotterien macht ein unverzügliches Handeln der Länder erforderlich. Hier entgehen uns auch fiskal erhebliche Einnahmen. Meine Damen und Herren, drei Gedanken zum Schluss. Der Gesetzentwurf wird nach dem Scheitern des Glücksspielverfahrens auf die notwendigen Änderungen reduziert. Zweitens, die Änderungen, die im Glücksspielvertrag jetzt vorgenommen werden, die Glücksspieländerungen, die wir in Hessen regeln können, so muss ich es formulieren, finden unsere Zustimmung. Wir können uns auf das beschränken, was machbar ist. Wir müssen uns auf das beschränken, was machbar ist. Aber wir wollen nach wie vor eine staatsvertragliche Regelung fordern, die sinnvoll ist und praktikable Vorgaben umsetzt, wie ich sie eben skizziert habe. Hessen ist schon lange mit diesen Forderungen auf dem Markt. Und ich denke, das ist eine sinnvolle und zukunftsfähige Lösung, bei der wir jetzt einen starken Partner brauchen, um auch andere davon zu überzeugen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Das Gesetz kann nach unserer Auffassung heute hier abgestimmt werden. Danke, Herr Bauer. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Greilich zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute befassen wir uns schon zum zweiten Mal mit einem Papiertiger, den Herr Ministerpräsident Bouffier am 16. März 2017 zusammen mit seinen Ministerpräsidentenkollegen unterzeichnet hat. Es hat nichts daran geändert, und wir wissen es ja nicht erst seit heute, sondern seit Monaten, dass es ein Papiertiger ist.
Ich wundere mich dann schon ein wenig. In der ersten Lesung, die ja noch nicht so lange zurückliegt, ging diese Koalition noch davon aus, dass dieser zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag ratifiziert werden würde. Nun rudern sie zurück und haben eingesehen, dass es zu der Ratifikation und damit zum Inkraftsetzen nicht kommen wird. Denn Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben erkannt, dass der zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht geeignet ist, dieses Glücksspielrecht europarechtskonform auszugestalten, ein Problem, das wir seit Langem haben, wo wir uns im Übrigen mit den Vertretern der Koalition auch einig sind, dass der alte Glücksspieländerungsstaatsvertrag dem nicht gerecht werden konnte. Bis zuletzt aber war die Koalition noch davon überzeugt, dass es mit diesem Vertragsentwurf weitergehen könnte, obwohl ich Sie schon in der ersten Lesung auf den bereits vorliegenden Beschluss des Landtags in Kiel und auf die Absichtserklärung der nordrhein-westfälischen Landesregierung hingewiesen hatte. Nun kommen Sie kurz vor Toreschluss mit einem Änderungsantrag, der kaum noch etwas übrig lässt, der kaum noch etwas zu tun hat mit Ihrem ursprünglichen Gesetzentwurf. Und man muss schon sagen, da ist dran rumgestoppelt worden. Wenn man sich jetzt diesen Gesetzentwurf mal vornimmt und liest den Antrag mit den eingearbeiteten Änderungen aus Ihrem Änderungsantrag, dann passt das alles nicht mehr zusammen. Die komplette Problembeschreibung, die Beschreibung der Lösung, die im Gesetzentwurf ja unverändert bleibt, hat mit dem Inhalt nichts mehr zu tun. Denn Problembeschreibung und Lösung stellen absolut ab, nur auf den Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Und von dem, wie Kollege Bauer zutreffend gesagt hat, bleibt in der Tat ja nichts mehr übrig, weil es keine Ratifikation gibt. Ihr Antrag, Ihr Gesetzentwurf geht auch mit dem Änderungsantrag nach wie vor von der Ratifikation aus, bejubelt die Umverteilung bisheriger Zuständigkeiten und ein Sonderkündigungsrecht, wobei das alles gar nicht mehr Bestandteil der Gesetzesnovelle ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Änderungsantrag ist mit heißer Nadel gestrickt, weil Sie vorher die Entwicklung verschlafen haben oder nicht wahrnehmen wollten. Der Gesetzentwurf, so wie er vorliegt, ist in weiten Bereichen sinnlos. Sie sollten ihn deshalb zurückziehen und anschließend in einem geordneten Verfahren einen neuen Gesetzentwurf einbringen, in dem wir die hessischen Regeln so anpassen können, ordentlich beraten können, wie das angemessen ist. Die Thematik ist viel zu wichtig. Und da hoffe ich, glaube ich, und glaube ich, dass ich mit dem Kollegen Bauer völlig einig bin. Die Thematik ist viel zu wichtig, als dass sie durch einen unausgegorenen und minimalinvasiven Eingriff umfassend geregelt werden können. Was wir brauchen, ist eine echte Reform des Glücksspielrechts und die Lösung für das höchst umstrittene Glücksspielkollegium, Sie haben es angesprochen, wie auch für das Onlinespiel. Ich sage deswegen sehr deutlich, was Sie in Ziffer 1 und 2 Ihres Antrags aufgeschrieben haben, ist richtig. Das ist absolut richtig, dem werden wir auch zustimmen. Ich kündige schon an, dass wir bitten werden, je nachdem, wann der abgestimmt wird, den Antrag getrennt abzustimmen, Ziffer 1 und 2 einerseits und den Rest andererseits. Denn Ziffer 1 und 2, wie gesagt, geben die richtige Richtung vor, und da sollte man auch hinmarschieren. Auf diese Reform, die dort angemahnt ist, warten wir schon viel zu lange. Und ich kann nur sagen, meine Damen und Herren von der Koalition, von der Landesregierung, Herr Innenminister, Herr Ministerpräsident, der es in der Ministerpräsidentenkonferenz zu verhandeln hat, werden Sie endlich aktiv. Tun Sie endlich das, was notwendig ist. Finden Sie sich mit den willigen Ländern zusammen, die an einer europarechtskonformen Regelung interessiert sind, eine solche Ausgestaltung angehen. Und da erlauben Sie mir nur die eine Bemerkung, Herr Kollege Bauer. Ziffer 1 Ihres Antrags ist völlig korrekt. Sie loben dort Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Aber das Typische daran ist, und das ist die Situation in Hessen, Hessen fehlt in dieser Aufzählung, weil Hessen eben nicht vorne ist, sondern Hessen hinterherläuft, immer den Mund spitzt, aber nicht zum Pfeifen kommt. Sie haben die richtigen Wegweisungen besprochen und auch schon mehrfach aufgezeigt. Im Innenministerium sind Sie erarbeitet worden. Sie listen das auf in Ziffer 5 Ihres Antrags. Aber dann tun Sie was. Machen Sie nicht einfach nur irgendwelche Anträge, sondern bilden Sie eine Koalition der Willigen, tun Sie sich mit denen zusammen, die bereit sind, entsprechende Regelungen zu treffen, und machen Sie dies landesrechtlich, denn es ist Landesrecht, um das es hier geht, solange es einen solchen Staatsvertrag nicht gibt. Und eine Einigung aller 16 Länder, dass das in diesem Bereich nicht möglich ist, das ist eine Utopie.
Das hat sich die Vergangenheit schon bewiesen. Das wird nicht funktionieren. Handeln Sie endlich, kommen Sie in die Gänge. Machen Sie nicht einfach nur ein paar Anträge und Beschlussvorschläge, sondern machen Sie das mit Hand und Fuß. Dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Danke, Herr Greilich. Für die Linksfraktion hat sich Herr Schaus gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Diskussion über dieses Gesetz könnte man auch mit dem Titel „Das Drama geht weiter“ überschreiben. Mit Drama meine ich die Situation, dass erneut vor allem am Widerstand der FDP in Schleswig-Holstein und wohl neuerdings auch in Nordrhein-Westfalen seit Jahren kein rechtsverbindlicher Staatsvertrag und damit keine so dringend notwendige Begrenzung von Konzessionen zustande gebracht wurde. Seit 2011 herrscht hier völliges Chaos. Herr Greilich, mein Vorredner, hat darauf hingewiesen, dass es um den Streit ginge, eine europarechtlich konforme Regelung zu treffen. Nun maßt sich aber seit Jahren Schleswig-Holstein als einziges Bundesland an, sozusagen die europarechtliche Formel gefunden zu haben, im Gegensatz zu 15 anderen Bundesländern. Und das mag ich doch wohl sehr bezweifeln, ob das tatsächlich das Interesse von Schleswig-Holstein in diesem ganzen Verfahren war. Schleswig-Holstein macht, was es will, und setzt die anderen Bundesländer immer noch weiter unter Druck. So ist der aktuelle Versuch, zu einer einvernehmlichen Regelung zur Konzessionsvergabe zu kommen, ja erneut gescheitert. Da bereits ist schon angesprochen worden, am 22. September 2017 der Landtag in Schleswig-Holstein beschlossen hat, den zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag, über den wir ja hier reden, nicht zu ratifizieren. Dennoch wurde bei uns der Gesetzentwurf, der nur wenige Tage vorher eingebracht wurde, munter weiter diskutiert und so getan, als ob es die Schleswig-Holsteiner Entscheidung nicht gäbe. So fand selbst am 9.11.2017 die Expertenanhörung im INA statt, also 6 Wochen, nachdem die Landesregierung hätte wissen müssen und wissen können, dass die Rechtsgrundlage für ihre Vorlage weggefallen ist. Haben wir noch munter auf der Grundlage weiter diskutiert. Nun liegt uns ein eiligst von der CDU und den GRÜNEN kurzfristig eingebrachter Änderungsantrag vor, der lediglich die Bezüge zum Staatsvertrag streicht. Darüber hinaus hat die Koalition erst heute einen umfangreichen Antrag dazu eingebracht. Die darin enthaltenen Positionen müssen meiner Ansicht nach grundsätzlich diskutiert werden und nicht, wie es jetzt wieder vorgesehen ist, im Schweinsgalopp. Das wird dem Thema in keinster Weise gerecht und auch nicht diesem Parlament. Ich frage, soll das die grundsätzliche Debatte zum Umgang mit Sportwetten sein, die wir hier führen? Oder ist es eher die strategische Verhinderung einer intensiven Debatte? Auch diese Frage muss ja erlaubt sein an dieser Stelle. Es wäre doch seit dem 22.09. viel wichtiger gewesen über die Frage, kann jetzt jedes Bundesland beschließen, was es will? Wie gehen wir denn nun mit Online-Wetten um? Und welche Folgen hat dies alles für den übrigen Wettbetrieb, für Hessen-Lotto zum Beispiel, das zu diskutieren? Ich finde, hier müssen dringend Leitplanken eingezogen werden, sonst entsteht ein großes Chaos. Hier sehe ich mit großer Sorge in die Zukunft. Es geht uns also um weit mehr als nur um die Frage, ob jetzt 20, 30, 35 oder wie viele Konzessionen vergeben werden sollen. Ich will nicht verhehlen, dass der vorliegende Gesetzentwurf durchaus auch positive Änderungen wie die Einführung von Testkäufen enthält oder den Mindestabstand. Wir sind aber ebenso wie die Hessische Landesstelle für Suchthilfe e.V. der Auffassung, dass die Ermöglichung von Sportwetten in Lottoannahmenstellen abzulehnen ist. Und das führen Sie ja ein. Und Herr Frömmrich, weil Sie ja vorhin die Experten angesprochen haben, will ich Ihnen aus der schriftlichen Stellungnahme der Landesstelle für Suchtfragen
zitieren. Da heißt es, eine Ermöglichung der Sportwettenvermittlung in Lottoeinnahmestellen lehnen wir entschieden ab. Denn dadurch wird das Angebot von Sportwetten zusätzlich in starkem Maße verbreitet und erhält eine deutliche Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Dies widerspricht der gesetzlichen Prämisse, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht unter anderem durch ein begrenztes Angebot zu verhindern. Gleichzeitig steht es der suchtfachlichen Sicht entgegen, nach der auch die hohe Verfügbarkeit des Glücksspielangebots das Suchtrisiko maximiert. Zitat Ende. In seiner Stellungnahme fordert die Hessische Landesstelle für Suchtfragen darüber hinaus 20, Herr Frömmrich, 20 weitere Gesetzesänderungen, um der Kohärenz und Analogie mit dem Hessischen Spielhallengesetz, das werden wir nachher noch behandeln, zu gewährleisten. Diese wichtigen und auch logischen Forderungen zur Verbesserung der Suchtprävention wurden aber in keinster Weise berücksichtigt in Ihrem Änderungsantrag. All dies ist Grund genug für unsere Fraktion, die vorliegende Gesetzesnovelle abzulehnen. Danke, Herr Schaus. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Rudolph das Wort. Es ist erst im nächsten Tagesordnungspunkt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, und bestimmte Wiederholungen werden nicht besser, auch wenn sie blöder werden, also, um das einmal deutlich zu sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Pleiten, Pech und Pannen bei dem Thema Glücksspielstaatsvertrag geht in die nächste Runde. Der Innenminister wird sich nachher hinstellen, sei wieder einzigartig, was man hier hingekriegt hat. Einzigartig ist in der Tat das Versagen aller Bundesländer, und Hessen spielt dabei eine Rolle, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man nicht in der Lage ist, die Glücksspiele vernünftig zu regeln. Und Hessen war es beispielsweise, die sich um die Vergabe gerungen hat für die Sportwetten, wie man dieses Verfahren macht. Und Hessen ist grandios vor diversen Verwaltungsgerichten, aber auch dem Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Und deswegen, Herr Innenminister, tragen Sie als Innenminister dieses Landes seit 2014 Verantwortung. Sie sind mit, wie übrigens weitere 15 Bundesländer, verantwortlich, dass man nicht in der Lage ist, diese wichtige Thematik, die Glücksspiele, vernünftig zu regeln. Das ist Ihr Verdienst an dieser Stelle. Und wir haben es bei der Einbringung gesagt, der Gesetzentwurf, der Glücksspielstaatsvertrag wird nicht ratifiziert, wurde hinweggewischt. Ja, ja, glauben wir noch irgendwie dran. Wir führen eine Anhörung durch, kostet uns Lebenszeit. Und jetzt kommt ein Änderungsantrag herein. Und im Grunde besteht das Ursprungsgesetz aus wenigen Ziffern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stimme den Vorrednern Kollegen Schaus und Kollegen Greilich ausdrücklich zu. Ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück. Und gehen wir gemeinsam an die Arbeit, dieses wichtige Feld zu bestellen, weil Handlungsbedarf ist objektiv da, meine Damen und Herren. Und dann hilft auch Ihr Punkt, Ihr Antrag nichts. Das sind ja die Punkte, die haben Sie ja schon einmal vorgestellt, die Leitlinien. Und übrigens war es ja der damalige und heutige hessische Ministerpräsident, der damals den Glücksspielstaatsvertrag des Jahres 2012 begrüßt hat, meine Damen und Herren. Und einen Tag später war das ein ganz schlechter Glücksspielstaatsvertrag. Also dann weiß ich nicht, warum man vorher zustimmt. Aber das bleibt das Geheimnis des nicht anwesenden Ministerpräsidenten, warum man das macht. Aber das passt zur Stringenz respektive Nichtstringenz dieser Landesregierung bei Positionen. Und die Positionen der FDP weichen in der Tat von fast allen anderen Bundesländern ab. Ja, diese Positionierung teilen wir ausdrücklich nicht. Wie regeln wir Online- und Casinospiele? Wie regeln wir das? Weil dieser Bereich wird weiterhin zunehmen. Er bietet hohe Potenziale für Spielsucht, um das ganz deutlich zu sagen. Und deswegen brauchen wir hier vernünftige Regelungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die bisher nicht vorliegen. Aber wissen Sie, Herr Innenminister, Sie haben ja nachher der Zeit, Sie müssen mir von hinten gar nichts an die Seite proppeln. Sie hätten in den letzten Jahren nur Ihren Job machen müssen. Und ich finde es ein Trauerspiel, dass die Länder untereinander nicht in der Lage sind, die Thematik zu regeln. Sonst wird Föderalismus großgeschrieben. Aber hier schaffen es 16 Bundesländer nicht, eine Thematik hinzukriegen. Und dann endet das an Landesgrenzen manchmal. Und das ist ein ziemlich absurdes Verfahren in einer digitalen Welt, wo wirklich überall alles offen ist, machen wir an Ländergrenzen Halt und kriegen nichts hin. Das ist Versagen, nicht
nicht nur von Ihnen, aber auch von Ihnen und weiteren 15 Ländern in der Bundesrepublik, damit das einmal recht deutlich an der Stelle gesagt wird. Zu den Sportwetten. Ja, wie kriegen wir das kanalisiert? Sie sagen ja immer, wenn wir die Anzahl freigeben, ist das alles kein Problem. Sind Sie wirklich sicher, dass diese Tipicos und Bett und Wind dann tatsächlich auch Abgaben in Deutschland entrichten, es sei denn, der Steuersatz geht gegen Null? Das ist doch die entscheidende Frage. Wissen Sie, Herr Innenminister, Sie müssen nicht von der Seite mich hier beleidigen. Ich hätte keine Ahnung. Erstens verbitte ich mir Ihre Zwischenrufe. Herr Präsident, vielleicht können Sie das einmal sagen. Bitte, Herr Beuth, also von der Regierungsbank nicht die Zwischenrufe, sondern nur aus dem Blick. Nein, nein, er hat ja jederzeit die Gelegenheit, hinterher zu sagen, dass das alles falsch ist. Das ist sein Recht, das ist auch völlig in Ordnung. Aber Sie müssen nicht immer den Oberlehrer spielen, dass Sie alles wissen. Gerade Sie, Herr Innenminister Beuth, müssen uns keine Nachhilfe geben in rechtsstaatlichem Verhalten. Sie haben das ein oder andere Gerichtsurteil zu verantworten, was Sie verloren haben. Das mal sehr deutlich zu sagen. Sehr deutlich zu sagen. Sie müssen das hier nicht tun. Und deswegen, wie gehen wir bei dem Thema Sportwetten weiter voran? Kriegen wir das kanalisiert an der Stelle oder nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und deswegen besteht Handlungsbedarf. Und deswegen wird der Änderungsantrag diesen Dingen nicht gerecht. Ich will aber noch einen weiteren Punkt fragen. Da bin ich sehr erstaunt, dass von der Koalition bisher nichts kommt. Wir sind zumindest in Gesprächen mit Toto Lotto, wo das Land Hessen ja auch keine unwichtige Rolle spielt. Und der Geschäftsführer hat auch Sie darauf hingewiesen, dass die Problematik gegen illegale Zweitlotterien wie Lottoland oder Tipp 24 vorzugehen. Und er hat auch angeregt, ob wir im Gesetz nicht einen entsprechenden Passus mit einbauen. Was sagen Sie eigentlich dazu? Finden Sie das gut? Weil ich bin schon der Meinung, das staatliche Toto Lotto muss man auch vor illegalen Wettanbietern schützen. Weil über die Abgaben erreichen wir ja auch, dass Mittel sinnvoll verwandt werden. Herr Bauer. Ja, und warum machen Sie nichts dagegen hier in Hessen? Ja, aber machen Sie nichts, und warum greifen Sie nicht die Initiative von Herrn Sundermann auf? Und deswegen, da Sie dazu nicht in der Lage sind und wir Ihnen die Gelegenheit geben, das zu machen, werden wir natürlich auch deswegen die dritte Lesung beantragen, um das einmal zu thematisieren. Weil wir sind schon an einer Stärkung der staatlichen Toto-Lotto-Gesellschaft interessiert, weil natürlich das Thema Spielsucht dort anders und besser aufgehoben ist. Das heißt nicht, dass es auch da Verbesserungsbedarf gibt. Aber das, was an Abgaben bezahlt wird, kommt der Allgemeinheit, dem Sport, den Kulturtreibenden und anderen Einrichtungen zugute, die wir brauchen und sonst mit Steuergeldern unterstützen müssen. Deswegen finde ich es ausgesprochen schade, dass Sie diese, wie ich finde, sinnvolle Anregung von Herrn Sundermann auch gar nicht in Erwägung ziehen. Zumindest ist nichts angedeutet worden von Ihnen. Und damit könnte man auch deutlicher gegen illegale Anbieter vorgehen. Im Übrigen ist auch diese Landesregierung nicht gehindert, gegen illegale Wettanbieter vorzugehen. Auch das ist rechtsstaatlich durchaus geboten. Und deswegen, meine Damen und Herren, es ist kein großer Wurf. Ein schlechtes Gesetz wird zusammengeschrumpft, löst nicht die tatsächlichen Herausforderungen. Sie sagen, die Länder müssen sich wieder zusammensetzen und verhandeln. Das machen Sie seit Jahren, und es bewegt sich mal gerade gar nichts an der Stelle. Und Sie sagen, Hessen hat eine Vorreiterrolle. Das kann ich Ihnen leider nicht bestätigen. Pleiten, Pech und Pannen beim Thema Glücksspielstaatsvertrag geht weiter. Hessen ist nicht allein auf dieser Welt, das weiß ich. Hessen ist auch nicht allein schuld, aber die Länder kriegen es nicht hin. Und Hessen hat einen Anteil daran, dass wir heute dastehen und zum Teil handlungsfähig und fähig sind. Und das müssen wir eben beenden. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich verstehe das nicht so wirklich, aber vielleicht hilft uns ja denn die dritte Lesung weiter. Weil ich will es einmal in Richtung des Kollegen Rudolph sagen. In vielen Dingen, die Sie gerade auch hier vorgetragen haben oder auch die der Kollege Greilich hier vorgetragen hat, was sozusagen den Regelungskomplex Staatsvertrag insgesamt angeht, glaube ich, sind wir uns doch einig. Und dass keiner, der sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt, damit zufrieden sein kann, mit dem, was wir jetzt hier zu behandeln haben, und auch auf die Reaktion dessen, was in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen jetzt angekündigt worden ist, das ist doch kein Grund zur Aufregung. Ich will noch einmal daran erinnern, damit man das vielleicht auch noch einmal vielleicht auch das eine oder andere Argument noch einmal abschichten in Richtung von Kollegen Greilich, der gesagt hat,
der gesagt hat, schlechter Staatsvertrag, der gesagt hat, Papiertiger, zurückrudern. Ich will einmal erinnern, Grundlage dessen, über was wir jetzt hier reden, angerührt worden ist, das ganze, der ganze Themenkomplex der Glücksspielregulierung, in Anführungsstrichen, das Ganze ist im ersten Staatsvertrag angelegt gewesen. Das haben wir hier auch schon einmal diskutiert. Deswegen weiß ich auch nicht, warum man das immer so wegnuschelt. Der erste Staatsvertrag ist in der Regierungsverantwortung CDU und FDP gemacht worden. Ich will das hier noch einmal hinterlegen, Herr Kollege Greilich. Sie haben seinerzeit diesem ersten Glücksspielstaatsvertrag in diesem Hause die Zustimmung gegeben. Wir als Bündnis 90 die Grünen haben seinerzeit die Argumente hier schon vorgetragen, über die wir hier lang und breit ja schon diskutiert haben. Wir haben seinerzeit schon vorgetragen hier, dass wir der Auffassung sind, dass dieser Staatsvertrag nicht europarechtskonform ist, dass er insbesondere die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs nicht umsetzt, was die Frage der Kohärenz der Regelung im Bereich des Glücksspiels angeht. Das haben wir hier vorgetragen. Und ich weiß, wie schwierig das ist mit Staatsverträgen. Das haben wir damals hier auch bilateral besprochen. Sie haben, wenn ich mich noch richtig erinnere, gesagt, dass Sie da viele Probleme sehen, aber dass es eben ein Staatsvertrag ist. Will ich Ihnen ja zugestehen, dass Sie das gesagt haben. Ich kann mich noch erinnern, wie der Ministerpräsident, ich glaube, damals war es sogar der Kollege Wintermeyer, der auch noch dazu geredet hat, gesagt hat, wie schwierig dieser Regelungskomplex ist und dass man als Land Hessen mit dem, was dort erreicht worden ist, nicht zufrieden ist, weil man glaubt, dass es nicht kohärent ist, aber dass man darum bittet, diesem Staatsvertrag zuzustimmen. Sie haben dem damals die Zustimmung gegeben mit Mehrheit dieses Hauses. Wir haben das damals abgelehnt, weil wir gesagt haben, dass wir damit Regelungen schaffen, die uns im zweiten und im dritten Gang dazu bringen, dass wir immer wieder nachbessern müssen und dass wir letztendlich vor Gericht vorgehalten bekommen, dass das, was wir da geregelt haben, im Staatsvertrag nicht kohärent ist und wir deswegen vor Gericht verlieren. Wir haben damals vorgetragen und haben gesagt, es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, bei den Sportwetten, Kollege Rudolph hat das angesprochen, bei den Sportwetten einen Deckel von 20 Konzessionen draufzulegen. Weil wir haben damals hier schon gesagt, bei der 21. Konzession wird jemand dagegen klagen. Das muss ja auch irgendwie administriert werden. Dann haben wir noch die schlechte Regelung, dass wir diese Verwaltung dieser dieses ganzen Apparates sozusagen beim Innenministerium hatten. Wir wussten also damals schon, dass wir einen Staatsvertrag schließen, der mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat. Und die Gerichte haben uns das jetzt alle bestätigt und haben gesagt, so geht es auf keinen Fall. Verwaltungsgerichtsurteile und anderes. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innenministerium sind die, die am wenigsten Schuld damit haben, weil die müssen einen Zustand verwalten, der nicht verwaltbar ist, weil er von Anfang an nicht europarechtskonform ist. Und deswegen sollten wir gemeinsam daran arbeiten, eine Lösung aufzusetzen, die Möglichkeiten einer kohärenten Regelung schafft. Und wenn man sich die Leitlinien des Landes Hessen anguckt und wenn man diese Leitlinien umsetzen würde, glaube ich, dass es ein Staatsvertrag wäre, der kohärent ist und damit dann auch sozusagen die Probleme beseitigen müsste. Weil wir müssen doch alle ein Interesse daran haben, dass wir endlich Regelungen schaffen. Und mir geht es gar nicht darum, dass wir hier darüber reden wie andere, dass wir hier etwas liberalisieren, sondern wir wollen einen regulierten Glücksspielmarkt haben, wo wir als Gesetzgeber sagen, wer die und die und die Bedingungen erfüllt, Spielerschutz, Jugendschutz, Solvenz der Unternehmen und anderes, wer diese Bedingungen erfüllt, der darf am Spiel teilnehmen. Das ist eine ganz einfache Regelung. Das funktioniert im Übrigen in anderen Staaten, funktioniert das. Wenn Sie nach Dänemark schauen, wenn Sie nach Italien, nach Frankreich schauen, die haben eine ähnliche Regelung. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir jetzt die Chance nutzen und den Ministerpräsidenten bitten, mit den anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten eine Regelung zu finden, die dieses Problem endlich beseitigt. Wir müssen hier als Länder, finde ich, auch ein deutliches Zeichen setzen. Es kann nicht sein, das führt den Föderalismus ad absurdum, wenn 16 Bundesländer nicht in der Lage sind, einen kohärenten Staatsvertrag für diese Regelungsmaterie vorzulegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen noch einmal unser Appell.
Wir wollten beim letzten Mal, habe ich dafür plädiert, lasst uns den zweiten Änderungsstaatsvertrag in Kraft setzen, weil er für uns als Bundesland Verbesserungen hat. Wir wären die Geschäftsstelle losgeworden. Wir hätten die Möglichkeit eines frühzeitigen Ausstiegs aus diesem Staatsvertrag und andere Dinge, die dort hinterlegt waren. Jetzt hat Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erklärt, sie werden diesen Staatsvertrag nicht zeichnen. Von daher glaube ich, dass wir jetzt zu unseren alten Leitlinien zurückkehren. Das hinterlegen wir in dem Antrag, den wir Ihnen vorgelegt haben. Wir bitten den Innenminister und den Chef der Staatskanzlei und den Ministerpräsidenten, in dieser Richtung auch zu verhandeln und einen Staatsvertrag vorzulegen, der kohärent ist und mit den europäischen Regeln in Einklang ist. Wir können es nicht länger akzeptieren, dass am Schwarzmarkt illegale Wettspiele stattfinden und wir nicht in der Lage sind, weil wir keine gesetzlichen Regelungen haben, dort einen Riegel vorzuschieben. Ich bin sehr dafür, dass wir diesen Schwarzmarkt und diesen illegalen Markt bekämpfen. Das geht nur, wenn wir rechtliche Regelungen haben. Deswegen bitte ich Sie, diesem von uns jetzt vorgelegten Änderungsantrag zuzustimmen und auch dem Antrag zuzustimmen, weil ich glaube, er zeigt den richtigen Weg aus. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Innenminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat, es handelt sich hier bei dem Glücksspielgesetz, das wir hier vorgelegt haben, und zu dem Verfahren um ein wirklich in der Tat, das will ich einräumen, wenig elegantes Verfahren. Aber, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, es ist ein wenig elegantes Verfahren. Da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Aber ich sage Ihnen auch lieber ein wenig elegantes Verfahren. Dafür Jamaika in Schleswig-Holstein und Ministerpräsidenten Laschet in Nordrhein-Westfalen, muss ich sagen, da haben wir voll gewonnen. Da nehme ich den Vorwurf locker in Kauf, meine Damen und Herren. Wir haben von Anfang an bei der Einbringung des Gesetzes schon erläutert, dass vermutlich auf Basis des Koalitionsvertrages in Schleswig-Holstein der Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht zustande kommen wird. Aber wir können doch hier im Hessischen Landtag nicht auf der Basis von Koalitionsverträgen in anderen Ländern unsere Arbeit machen, sondern wir mussten sicherstellen, dass wir wenigstens selbst in der Lage gewesen wären, wenn es denn zum Staatsvertrag kommt, dass wir ihn dann auch hätten ratifizieren können. Es hat dann eine verbindliche Erklärung vom Ministerpräsidenten Günther in der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben, und die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ihr Ratifizierungsverfahren ausgesetzt. Nun kommen wir zu der hessischen Regelung. Bei der hessischen Regelung gibt es eigene Fragen, das mit den Testkäufen. Das ist das eine. Das ist das, was wir selbst in unserem Glücksspielrecht in Hessen ändern wollen. Und der zweite Teil und der dritte Teil sind die Regelungen in der Ratifizierung, einmal des Staatsvertrages selbst, und zum anderen die Aufgabenverlagerung, die wir vorgenommen hätten in dem Glücksspielstaatsvertrag. Auch das müssen wir nunmehr rückgängig machen, weil der Staatsvertrag nicht zustande kommt. Und, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen von mir aus hier, ich glaube, zum dritten, vierten oder fünften Mal, der Glücksspielstaatsvertrag in seiner ursprünglichen Form ist gescheitert. Da brauchen wir gar keine, wollen wir nicht darüber zu streiten. Also wir jedenfalls mal nicht. Der ist gescheitert. Und wir haben die wesentlichen Dinge, die wir uns vorgenommen haben im Glücksspielrecht, können wir alle nicht vernünftig bewerkstelligen in dem momentanen Rechtsrahmen. Wir haben gesagt, und das zu dem Thema Leitplanken, Herr Kollege Schaus. Wir haben gesagt, wir wollen Suchtbekämpfung. Die ist im Moment im Glücksspielstaatsvertrag ineffektiv. Wir haben gesagt, wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Das ist mangelhaft. Wir haben gesagt, wir wollen Jugend- und Spielerschutz. Der ist unzureichend, meine Damen und Herren. Wir haben gesagt, wir wollen Betrugs- und Manipulationsvermeidung. Das ist nicht sichergestellt. Und wir wollen darüber hinaus die Integrität des Sports im Zusammenhang mit den Sportwetten erreichen. Auch das ist nicht möglich, meine Damen und Herren. Das sind die Gründe, warum wir am Ende jetzt zu dem Ergebnis kommen, der Glücksspielstaatsvertrag ist gescheitert. Punkt. Aber, meine Damen und Herren, am Ende müssen wir, wenn wir einen von uns und unserer Überzeugung heraus festgestellten gescheiterten Glücksspielstaatsvertrag haben, müssen wir 15 andere Bundesländer dafür gewinnen, dass sie einer Änderung in unserem Sinne oder im Sinne zumindest einmal der sogenannten Leitplanken dann eben auch mitmachen. Und dann, lieber Herr Kollege Rudolph, ist Ihr Vorwurf schon einigermaßen frech, weil diejenige, die am Ende alles blockiert hat bei der Veränderung des Glücksspielstaatsvertrages,
ist die ehemalige Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, die Stimmführerin der Sozialdemokraten in der Ministerpräsidentenkonferenz, die von Anfang bis Ende alles blockiert hat, was wir zur Verbesserung hier erreichen wollten, meine Damen und Herren. Und dann muss ich mir, Herr Kollege Rudolph, hier von einem Sozialdemokraten wirklich nicht Versagen in irgendeiner Form vorwerfen lassen, meine Damen und Herren. Und seien Sie mir nicht böse, Sie müssten vielleicht in der Sache auch noch einmal der einen oder anderen Stelle noch einmal nachlesen vielleicht, oder noch einmal Ihre Punkte noch ein bisschen schärfen. Wenn Sie hier davon reden, dass wir im Bereich der Sportwetten in Zukunft Steuern einnehmen wollen. Es gibt bereits Steuereinnahmen. Ich glaube, eine Größenordnung von einer Viertelmilliarde im Jahr 2015, 5% auf die Spieleinsätze, das haben wir heute bereits. Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist die Kohärenz dieses Glücksspielstaatsvertrages. Es ist die Frage, ist das europarechtskonform oder ist es nicht europarechtskonform? Und dann sind wir bei dem Punkt, den Sie hier angesprochen haben. Dann sind wir bei dem Punkt von Lotto. Da konnte man in der Vergangenheit immer ein bisschen irgendwie drüber hinweggehen, weil die Lottogesellschaften, der deutsche Lotto- und Totto-Block, so eine Marktmacht und so eine administrative Stärke hatte, dass man nicht damit rechnen musste, zwingend, dass es Wettbewerb in diesem Bereich geben wird. Aber wir müssen jetzt feststellen, wir haben mittlerweile Wettbewerb in diesem Markt mit einem Anbieter, der alleine ein größeres Fernsehwerbebudget hat als alle Länder, Lotto-Totto-Gesellschaften zusammen. Diese Gefahr, die hat es bisher nicht gegeben, die ist aber im Jahr 2017 realisiert die sich. Und dieser Gefahr müssen wir begegnen. Deswegen müssen wir den Glücksspielstaatsvertrag auch so verändern, weil wir eben sicherstellen wollen, was der Kollege Rudolph gerade eben gesagt hat, dass die Destinatäre im Bereich des Sports, im Bereich Kunst und Kultur, dass sie eben auch weiterhin von Lotto in Deutschland und vor allen Dingen auch Lotto in Hessen profitieren können. Und deswegen müssen wir diesen Glücksspielstaatsvertrag verändern. Und deswegen ist es ein so großes Problem gewesen, dass ausgerechnet die Sozialdemokratin Kraft als Stimmführerin der Sozialdemokraten in der Ministerpräsidentenkonferenz immer jede Form der Veränderung hin zu europarechtskonformen Regelungen blockiert hat. Das ist das Problem, um es einmal auf den Punkt zu bringen, meine Damen und Herren. Und es ist so, meine Damen und Herren, Lotto Hessen hat tatsächlich Anregungen gegeben, dass wir noch einmal in das Gesetz extra aufschreiben, dass wir Zweitlotterien verbieten. Meine Damen und Herren, Zweitlotterien sind nach unserem Glücksspielrecht nicht erlaubt. Sie sind bereits verboten. Das ist ungefähr so, wie wenn man zu den 10 Geboten ein 11. dazu nimmt und schreibt, du sollst aber wirklich nicht töten. Und deswegen haben wir uns dieser Änderung nicht angenommen und haben sie nicht in das Gesetz mit aufgenommen. Meine Damen und Herren, der Vorwurf gegenüber unseren Behörden, wir würden nicht vorgehen, geht fehl. Wir haben beim Regierungspräsidium in Darmstadt bereits zurzeit 50 Verfahren gegen illegale Zweitlotterien und gegen Online-Casinos. 50 Verfahren beim zuständigen Regierungspräsidium in Darmstadt. Die Untersagung der Werbung für z.B. diesen großen Anbieter im Fernsehen, der einen Werbeetat hat, der größer ist als die aller Lottogesellschaften in Deutschland. Ein Vorgehen gegen diesen Anbieter einer verbotenen Zweitlotterie ist nicht so ganz einfach. Man muss dort in der zweiten Instanz ein entsprechendes Urteil haben. Das haben wir jetzt. Und jetzt könnten können Landesmedienanstalten über die Fernsehsender entsprechende Untersagungsverfügungen durchsetzen, um die Werbung für diese illegalen Zweitlotterien, meine Damen und Herren, zu verbieten. Es ist Herr Baum, alles, ich erinnere an die Redezeit. Ich komme zum Schluss. Es ist alles ein bisschen komplizierter, als das hier der eine oder andere vorgetragen hat. Meine Damen und Herren, wir haben 90 Milliarden Spieleinsätze in Deutschland im Glücksspiel. Fast 40% davon sind illegal. Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, dass wir das Recht bei uns so anpassen, dass wir am Ende nicht nur einen europarechtskonformen Glücksspielmarkt in Deutschland haben, der dafür sorgt, dass wir Lotto auf der einen Seite gesichert haben, aber dass wir auf der anderen Seite auch ein vernünftiges Spiel
innerhalb der Leitplanken, die wir aufgegeben haben, im Glücksspielstaatsvertrag durchführen können. Das wäre das, was jetzt angezeigt ist. Das müssen wir erreichen. Das geht aber nicht, indem wir hier im Hessischen Landtag Glücksspielgesetze ändern. Das geht nur über die Ministerpräsidentenkonferenz. Das geht nur über Überzeugung. Und da fangen wir vielleicht einmal bei sozialdemokratischen Ministerpräsidenten an, weil nämlich die christdemokratischen Ministerpräsidenten, da haben wir schon einmal drei auf unserer Seite. Vielen Dank. Danke, Herr Innenminister. Es ist dritte Lesung beantragt. Deswegen überweisen wir den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag in den Innenausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung. Ich frage einmal, was machen wir mit dem Dringlichen Antrag? Kann mir einmal jemand signalisieren, was wir mit dem mit in den Ausschuss? Okay, damit ist dann auch der Dringliche Antrag, das ist die Nummer 5769, in den Innenausschuss überwiesen.